vor keinem Leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt's Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Kommen wir nämlich zu den hässlichsten Merchandising-Artikeln im Fanshop und haben da einen bunten Strauß vorbereitet. Für euch Hörer zur Info, wir werden jetzt sagen, um welchen Fanshop-Artikel es geht. Wir werden uns diesen Artikel dann alle online aufrufen und Noten, also Punkte vergeben von 0 bis minus 10 Punkte, wobei minus 10 logischerweise das Schlechteste ist. Und dann eine Gesamtpunktzahl haben. Und das schlechteste Merchandising wird dann auch mit dem Schwatten Jünter ausgestattet. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen. Ob wir da auch dem FC etwas Gutes tun und irgendwas hinschicken. Ja, wir schicken denen ihr eigenes Merchandising zurück, würde ich sagen. So sieht's aus. Ah ja, wir haben gerade den Screenshot von Tessa bekommen. Kili und Hübi liefern sich ein packendes Duell in der neuen Folge Wer kennt mehr? Kili und Hübi. Klingt wie so eine Sat.1-Vorabendserie mit irgendwelchen Polizisten, die irgendwie so dick sind und Leberwurstbrote essen, statt irgendwie Fälle zu lösen. Aber so witzig, so Hausfrauen-witzig oder Hausmänner-witzig. Also jetzt nicht witzig, sondern so Sat.1 witzig. Sat.1 witzig. Okay. Ja, so Kommissar Rex, so Wohlfühlhumor für die ganze Familie. Kommissar Rex, das kennen doch die meisten unserer Hörer gar nicht mehr. Ach, ich glaube, wir sind im Durchschnitt, sind wir, glaube ich, jünger als unsere Hörer, habe ich so das Gefühl, wenn ich da die Hörer treffen, manchmal mir angucke. Ja, okay. Was ja auch spannend ist, ne? Ja. Ja, stimmt. Wir müssen immer so eine Umfrage machen. So, weißt du, Sozialstruktur der Hörerschaft. Alter, weiß ich nicht, Nettoeinkommen, sowas. Zensus. Zensus, genau. Zensus trotzdem hier. TDH-Zensus 2022. Ja. Sie müssen nur diese einfachen 130 Fragen ausfüllen, für die Sie sich auf eine bahamische Seite einloggen müssen. Und dann können Sie mitmachen. So, wir lesen abwechselnd vor, würde ich vorschlagen, Marco. Ich habe für unsere beiden Gäste auch alles in den Chat kopiert, dass ihr das schneller copy und pasten könnt. Der erste Kandidat ist das T-Shirt Alvins Lebenstraße. T-Shirt Alvins Lebenstraße. Mal im Shop suchen oder bei Google eingeben. Und das ist, glaube ich, schon ein starker Contender für den besten, für den schlechtesten Schwatten Jünter. Gibt es übrigens auch als Kinder-T-Shirt für 18 Euro. Falls ihr euren Pants mal was Jute tun wollt. Ja, ist schon nicht schön. Nee, also für alle, die vielleicht gerade nicht googeln können oder nicht überhaupt nicht gucken können oder so, das ist, wie beschreibt man das? Das hat die Farbe, Tessa, da musst du mir jetzt helfen. Die Farbe nennt sich wahrscheinlich Charcoal oder so. Also so, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, grau, ja. Schmutzig grau. Phantom Grey. Ja, sowas. Und in der Mitte ist ein zweigeteiltes Bild, das sich von oben bis unten erstreckt. Auf der rechten Seite ist die Südkurve Köln abgebildet, auf der linken, der Dom ist es nicht, was ist es denn? Irgendeine Kirche? Vielleicht die Alvinslebenkirche? Ich weiß es nicht. Oben drüber steht Rathaus. Das Rathaus, okay, sehr gut, hätte ich nicht gewusst. Oben drüber steht Rutt und Riechs über dem Rathaus und unten Levelang FC und darüber nochmal 1. FC Köln. Aber alles in hässlich, in nicht zusammenpassend. Und dann ist in die Mitte nochmal das FC-Logo geknatscht worden zwischen diesen beiden Bildern. Das Ganze sieht wirklich aus wie etwas, was Dieter Bohlen bei DSDS tragen würde und von Camp David sein könnte. Ist schon hart. Ich fange mal mit minus 8 an. Um noch Luft nach oben zu lassen. Ja, ne? Um nach Luft also nach unten zu haben. Ja. Minus 9. Ich hab mich noch nicht gespoilert. Ich weiß noch nicht, was kommt. Ich sag minus 9, weil ich glaube, viel schlimmer wird schwer. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, viel schlimmer wird noch.
Okay. Bin gespannt. Hör auf zu mich zu spoilern, ich will es noch nicht wissen. Ich habe mich auch noch nicht gespoilert für alles. Alleine der Name, ich brauche es gar nicht googeln, dann weiß ich schon, welches T-Shirt noch kommt. Und dann, ja. Wie viele Punkte gibst du denn, Tessa? Also ich hasse Print-Shirts generell. Also die Schrift finde ich eigentlich ganz nice. Aber dieses Bild da drauf, ja, also ich sag jetzt mal, weil ich ja weiß, was noch kommt, sage ich mal -7. Ey, dass ihr das so schrecklich findet, also. Dein Ernst? Lukas, 5 Punkte, die es nicht gibt. Nein, aber Lukas, an diesem T-Shirt ist alles hässlich. Nein, also ich finde... Die Schrift ist schön. Aber das sind 3 Schriften. Nee, die Schrift finde ich schrecklich. 3 Punkte. Ja. Nee, aber ich finde, was mich am meisten stört, ist tatsächlich das Logo in der Mitte, dass es so dazwischen steht. Und dann, finde ich, stört mich noch das rechts in dem hellen Teil, also rechts ist ja der weiße, wo dann auch passt, da hast du Rot und Wies drauf. Also wird wirklich immer schlimmer, je mehr Details man sieht, die wirklich sehr viel drauf. Aber dass der Dom so versteckt ist in dem Rot und die daneben liegende Kirche so total, total groß und hervorgehoben wird. Aber ich bleib bei -5. Ich finde das okay. Also wenn Alter, guck mal bitte, unter dem Erleve lang ist nochmal FC in einer anderen Schrift. Ja, das ist halt wie, wenn du so zu viele Layers bei deinem Bilddokument hast. Aber das ist doch toll. Nee. Wenn ein T-Shirt so viele Details hat, das ist schon fast ein Kunstwerk. Alter, da kriegst du ja Kopfschmerzen. Wie viel -5 hast du gesagt, ne? -5, ja. Ich finde das aber okay. Geil, dass du bei dem Shirt, Marco, emotionaler wirst als gerade bei Sally Oetschans Abschluss. Ja, also, das ist ja Wahnsinn. Also tatsächlich, dieser Fanshop, also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Für diesen Fanshop gebührt dem FC jedes Mal eine Ohrfeige. Also das Zeug wird gekauft. Und zwar wie blöd. Aber das kann doch nicht sein. Wer kauft sowas? Ja, das kannst du ja dann mal beobachten. Und übrigens, ich bin auch streng gegen T-Shirts mit V-Ausschnitt. Das kommt da auch noch erschwerend hinzu beim Hat er auch noch. Mhm. Ja. Und dann muss der arme Marvin Schwebe im Fanshop-Katalog auch noch das anziehen. Ja, der hat eh Pech gehabt bei seiner T-Shirt-Auswahl. Also, das ist ja die haben bestimmt alle gedacht, der würde eh nur der zweite Torwart bleiben und der kann die hässlichen Dinger anziehen. Da stört das keinen. Ja. Naja, machen wir weiter, weil die Kategorie ist lang und wir haben noch viel vor uns. Das nächste hat ein Hörer nominiert auch. Und zwar das neue FC International-Shirt. Alter. Gemeint ist das mit dem Erdball, ne, und dem Geißbock über dem Planeten. Nee, ich glaube, er meint das, was die Spieler auch anhatten, oder? Das Weiße? Das Weiße mit der roten Schrift. Ich hätte gedacht, das Erdball-Ding ist offensiver. Also hässlicher. Ja, dann nehmen wir das Erdball-Ding. Da kann man besser drüber schimpfen. Ja, finde ich auch. Ja. Ist auch einfach hässlicher. Das andere ist ja neutral. Ist nicht schön, ne? Nee. Das Schlimme finde ich eigentlich an dem T-Shirt, dass dieses Bild einfach bei Google sofort aufpoppt. Ist das so? Also, dass das einfach, ja tatsächlich. Also, das finde ich schon witzig. Und mein Bruder, der arbeitet bei einer Batteriefirma, ich möchte jetzt keine Fremdwerbung machen, der schrieb mich 3 Tage später an und schickte mir ein Foto von seinem Firmenwagen, vom Navigationsgerät. Und sagte so, ey, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, an was mich das erinnert. Die haben genau dasselbe Bild im Logo. Ja, ist bestimmt irgendwo ein gemeinfreies. Also das finde ich halt unfassbar unangenehm. Ja. Und das Logo, also jetzt mal, ist tatsächlich, also ist nicht schön. Aber am meisten stört mich dieser richtig schlechte Photoshop-Blend-Effekt, da, wo das Logo auf den Erdball trifft, also wo das runde Logo vom FC den Erdball berührt, dass da wirklich so eine richtig schlechte Blendfleckfilter beim Photoshop draufgelegt wurde. Das hat irgendein Praktikant in 5 Minuten zusammengeschustert. Länger brauchst du dafür nicht. Und jetzt wird es für, ich glaube, 30 Euro, ne? Oder? 20 Euro. 20 Euro oder Mitgliederpreis 18 Euro plus 5 Euro Versandkosten verhökert. Juhu. Ja. Geht aber bis 5XL, damit wirklich jeder FC-Fan darin sich kleiden kann. Vorsichtig jetzt, ne? Vorsichtig. Ja. Okay, tut mir leid. Noch nicht ganz.
Nee, der Quatsch. Nein, nein. Ich gebe dem Ganzen aber, weil es nicht schön ist, aber 5, minus 5. Von mir gibt es minus 6. Also ich gebe dem Ganzen minus 9, weil ich es einfach unfassbar schade finde, dass man da so unkreativ war und man da eigentlich ein richtig geiles T-Shirt mit hätte machen können mit dem Thema. Mhm. Da ist ja fast das vom Geistblock schöner. Aber das Weiße ist doch ganz schön. Das also, Weiße finde ich okay. Ja, das Weiße, also das von der Mannschaft, das finde ich jetzt aber ein bisschen auch too much auch, aber trotzdem, das ist zweifarbig, typisch, das ist okay. Aber das ist auch typisch FC, so für sowas direkt zwei Shirts rauszubringen, ne? No. Ja, da hätte das Rot-Weiße, was die Spieler auch anhatten, dann direkt danach, hätte ja auch gereicht. Ja. 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 Ich gebe minus 4. Ich finde auch, der Anlass hätte wirklich was deutlich Schöneres hätte bringen können, aber es ist jetzt auch kein totaler Unfall. Also ich verstehe, wie man auf die Idee kommt. So, es ist halt nicht schön, es ist nicht gelungen, aber ja. Also ich werde, glaube ich, meinen Namen hier als Fanshop-Fan heute noch los, wenn er Jan-Lukas so weitermacht. Ja, also ich meine, 0 ist ja schon so... Alter. Schon so... Ist so, kann man gerade noch als neutral durchgehen lassen. Und also das ist okay. Ja dann schon negativ. So. Das ist ja auch alles negativ, glaube ich. Ja. Ja, eben. Nee, klar, aber so, das ist schon hart. Also, ja, ich finde, also bei mir ist 0 dann wirklich noch so, ja, ich weiß es nicht. Also bei mir ist die Abstufung vielleicht ein bisschen anders. Gibt's das? Ist überhaupt noch zu kaufen? Ich finde das hier gar nicht mehr. Was, welches? Das weiße Europapokal. Das weiße suche ich auch die ganze Zeit. Gib ah, hier. Mal international FC International Ulsport. Ulsport, genau. Ja, finde ich aber auch nicht so schick, ehrlich gesagt. Ja, aber... Also auch da wieder 5 verschiedene Schriftarten drauf. Ja, aber jetzt sieht das auch so Ulsport so präsent steht, ne? Ja, aber genau. Guck mal, jetzt habt ihr doch wenigstens... Das nächste ist doch wenigstens eins ohne Schrift. Ja, jetzt kommt nämlich das T-Shirt Horn. Für Fans von Timo. Gott, bitte sag nicht, dass das dieser Karnevalstyp aus Fürth ist. Hä? Wer jetzt? Was? Der da auf der Tribüne saß mit diesen riesen Patschehänden. Ah, nee, okay, ich sehe es. Nee, das ist das T-Shirt mit... ja. Also vorneweg, es gibt User, die sind der Meinung, ich habe das. Hast du auch? Tatsächlich nein. ich finde es auch wirklich überhaupt gar nicht schön. Also vielleicht für so einen 12-Jährigen, der irgendwie riesen Timo Horn-Fan ist, der findet das bestimmt auch toll und das finde ich dann auch völlig in Ordnung. Aber wenn das erwachsene Menschen tragen, kaufen für sich selber, finde ich das eher verstörend. Vor allem, das ist ja auch noch nicht mal schön, ne? Nee, also auch das Motiv ist nicht schön. Also, minus 9. Ah, okay, ich bin da so ein bisschen neutraler. Es hat keine hässliche Schrift, es hat keinen V-Ausschnitt, die Farbe ist ganz okay. Aber guck doch mal das Bild. Ja, ich würde es mir auch kaufen. Ey, guck dir mal sein Gesicht. Also ich sowieso nicht. Das Gesicht von Timo Horn auf diesem Bild. Und das sieht aus, als ob der vor Maschendraht steht. Ist das Tornetz. Ja, aber eine Statue auch. Eine bronzene Statue. Wenn es ein Timo-Trikot gibt oder T-Shirt gibt, dann muss er da eh den Telemark drauf machen, sonst ist eh kein echtes Timo-Merchandise. Nee, aber ich bin auch nicht ganz so negativ dem gegenüber, ich sag mal, liebgemeinte minus 5. Liebgemeinte minus 9 von mir. Ja, ich muss ja jetzt in meinem Rahmen bleiben und ich finde das ähnlich, also ich finde es nicht so schlimm wie, weil ich finde es eigentlich, nee, also ich finde es ist eine minus 5. Also ich finde es ist eine minus 5. Ich finde es ähnlich schlimm wie das erste. Also es ist halt wirklich dieser Kopf wie so ein römischer Feldherr, irgendwie die Hände viel zu groß, also wirklich viel zu groß. Es ist schon auch sehr schlimm. Also, das ist sehr schlimm. Ist eine minus 5. Jo, haben wir das ja. Dann geht's weiter mit, wo wir gerade beim Thema Spieler-T-Shirts sind. Jetzt hat der Hörer die Modest-T-Shirts, also beide,
das Rote und das Weiße nominiert. Das sind die, wo im Hintergrund, also ich beschreibe es mal ganz kurz, das eine ist rot, da sind im Hintergrund die beiden Hände von Modest, die diesen Brillen-Smiley bilden und davor sieht man eben jeden Toni Modest, wie er in so einem Spreizflug normalerweise halt die Bälle annimmt, aber ich glaube, ein Ball ist das. Nein, nicht. Tritt der da nicht eine Fahne um? Ach so, ach, das ist eine Fahne, ja, okay. Aber darf ich da direkt was für die Diskussion vorwegwerfen? Ja. Das T-Shirt kommt ja nicht vom FC, ne? Das wisst ihr. Ja, sie verkaufen es aber, ne? Also, ja, das sind ja die T-Shirts, die Modest direkt als erstes, ja, bevor er überhaupt ein Spiel gespielt hat, in den Raum geworfen hat. Aber guck mal unten links, die haben das offizielle FC-Logo unten links drauf, dieses Sticklogo. Ja, das ist dann also vielleicht neu. Also scheint sanktioniert zu sein vom FC. Aber es ist nicht deren Designer gewesen. Aber ich weiß das gar nicht. Sieht man. Aber es ist doch aus der zweiten Liga, da muss er doch schon gespielt. Also das ist doch das Karnevalstrikot aus dem Dresden-Spiel, aus dem 8-1-Sieg, da hat er doch schon gespielt. Ja, aber wie? Waren denn nicht die originalen Modest-Trikot, T-Shirts, nur diese Hände, ohne das Bild von ihm? Das kann sein, ja. Ist das nicht glaub? Ich glaube, das ist so eine FC-Amalgamierung von dem Modest-Shirt irgendwie. Ja, das mag sein, dass sie das nochmal ein bisschen verfeinert haben. Aufgepeppt, ja. Verschlimmbessert. Verschlimmbessert. Genau, dann gibt es das nochmal in Weiß, wo die Hände dann rot sind, aber sonst ist da, glaube ich, alles identisch. Trägt natürlich auch Toni auf dem Bild, logischerweise. Ja, was sagt er denn? Ich finde das okay. Ich gebe da eine -1 für, weil ich nicht zufrieden bin mit der Farbe. Das Trikot, das ist ja wunderschön eigentlich, das rot-weiß geringelte Karnevalstrikot. Das hätte ich gerne dann auch farblich auf dem Trikot gesehen. Und sonst finde ich das vollkommen okay. Ich verstehe auch nicht, warum er die Fahne umtritt, ehrlich gesagt. Also dann vielleicht doch noch ein... Nee, ich bleibe bei einem Minuspunkt. Ich finde das, ich mach mal weiter, ich gebe -3. Ich finde das Foto, also mit dem Fahrentritt, da hätte man irgendwie ein jubelndes, also anders jubeln. Und irgendwie sieht der Gesichtsausdruck von Modest bei dem Foto auch sehr bescheiden aus, aber also es ist bedeutend besser als alle T-Shirts, die wir bisher gesehen haben. Ja. 0, ich würde es kaufen. Tue ich nicht, aber ich würde. Tessa? Stille. -10. Nee, tatsächlich nicht. Ich finde das bei dem T-Shirt jetzt ganz angenehm, dass es nicht so schreit. Großer Print und so weiter. Das ist halt einfach Geschmackssache auch, ne? Deswegen bleibe ich mal bei freundlichen -3. Ich behaupte mal, das wird das am wenigsten schlechte Shirt werden. Ja, das ist schon jetzt, also bedeutender Abstand. Das nächste ist kein T-Shirt. Ich glaube, das ist eins von drei Dingen, die kein T-Shirt sind. Das ist die Badeente Huckepack Hennes. Das ist so ein Bade-Quietsche-Enten-Dingsbums. Unten ist Hennes und auf dem Hennes entweder reitet darauf eine Ente oder die Ente hat gerade Scheiße. Den armen Hennes da. Also wenn ich das Ding nicht kaufe, der ist ja wohl kein Spiel. Also das ist, glaube ich, das sieht aus, als ob die Ente, kennt ihr dieses Ding, wo man sich so ein Hennes umschnallen kann? Ich glaube, das ist damit gemeint. Ich glaube, die Ente macht gerade sehr schweinische Dinge mit Hennes. Alter. Guck da mal von oben drauf. Das letzte Bild zeigt das Ding von oben. Die Ente nimmt gerade safe. Aber sowas von safe. Naja, könnt euch jetzt denken. Scheiße, ey. Also ich bin sprachlos. Das habe ich noch nie gesehen. Stehende Badeente Huckepack. 9x9 cm Material PVC. Schlanke 10 Euro plus 5 Euro Porto. Also es hat aber auch einen Kultfaktor. Also das ist ja wirklich schon so daneben. Das hat was von diesem Aue-Maskottchen, finde ich, mit den aufgerissenen Augen. Ja, also ich frage mich, wer kauft sowas? Also Tessa, jetzt gleich. Nee, also, ja, aber Tessa, du hast doch gesagt, das kaufen die Leute. Wer kauft sowas? Bis auf Jan Lukas. Menschen, die Badeenten sammeln. Zum Beispiel.
ganz ehrlich, okay, die Bauernente finde ich überhaupt gar nicht problematisch. Also die hätte von mir knallhart 0 Punkte bekommen, weil das ist halt eine Badeente. Ja, man muss sie nicht tragen, das stimmt. Man muss damit nicht draußen rumlaufen. Ja, die müssen ja auch also, ausgefallen sein für so eine Sammlung. Also ich finde die witzig. Ich habe sie nicht, ich würde sie auch nicht kaufen. Aber wenn ich jetzt jemand wüsste, kennen würde, der diese Enten sammelt, hätte ich die safe schon gekauft. Oder jemand, der dieselben Praktiken bevorzugt, wie die Badeente da an Hennes vollzieht. Ey, jetzt machen wir nicht eine zukünftige Badeente. Ja, was gebe ich denn? Ich finde die ja fast wieder so schlecht, dass sie witzig und kultig irgendwie ist. Eben. Ja, ist echt schwer, die zu bewerten. Ach, ich gebe dir allein für den Kultfaktor -2. Und sie ist versandfertig in 24 Stunden. Also Jan Lukas, die kannst du übermorgen. Nein, guckt euch bitte die Badeende Hennes der Neunte an. Kommt die nicht später? Ja, aber ich kann nicht mehr so viel Geld ausgeben jetzt gleich. Kostet auch nur 7,95 Euro. Die zahle ich aus dem Spendentopf von trotzdem hier, wenn du sie haben willst. Ja, aber die ist doch, was ist denn gegen diese Badeende Hennes zu sagen? Also ich finde warum hat das denn noch einen Schnabel? Also weil es eine Badeente ist. Ente ist, okay. Aber das ist doch, es ist, das ist eine Chimäre. Du verstehst den Humor einfach nicht. Eine Badeente, die eine bleiben soll, in Anlehnung an Hennes, deswegen hat sie Hörner und Fell. Ey, ihr dürft mir nicht noch mehr so viele Badeenten zeigen. Also Jan Lukas, hast du die Badeente-Fan? Fan, ja. Es gibt 3 Stück. Vielleicht gibt es die so im Dreierpack. Also 2 Punkte haben wir bisher. Wann habt ihr Geburtstag? Januar erst, leider. November, ach, schade. Vielleicht gibt es dann wieder eine neue. Ja, den Fan finde ich jetzt aber nicht so. Also den finde ich wirklich schrecklich sogar. Also. Weil das ist ein Klon am Tattoo. Ja, doch, finde ich auch eigentlich ganz lustig. Aber die anderen beiden sind auf jeden Fall noch besser. Ich sag mal so, wenn der FC sich seine Fans so vorstellt, wie diese Badeente dargestellt wird. Dann, das erklärt alles. Das erklärt einiges. Hat er so ein Lippenpiercing? Was hat er da im Gesicht? Die Badeente-Fan. Ja. Oder ist das eine Kippe oder was? Der hat doch an der Lippe. Piercing, ja. Lippenpiercing. Also ganz strange. Muss ich mal beschreiben hier. Der hat eine C-Fahne in der rechten Hand. Wo hat denn Piercing? Guck mal, das letzte unten. Bild an. Das frontale Bild. Also im Schnabel. Da hat er in der Unterlippe. Alter! So Piercing. Da ist der. Hat er auch einen Bauchnabel? Ja, ne? Ah, also. Ja. Ich glaube, der Fan ist ein bisschen. Ich glaube, der Fan könnte bei Bauer sucht Frau auftreten. Ja. Da, also die bei der Badeente ist auf jeden Fall der Stammbaum im Kreis, das kann man sagen. Ja, also ich beschreibe es mal ganz kurz, weil ich weiß, dass es Homer Simpson-Frisur, wo so ganz hinten noch so ein paar Haare rauskommen. Ich beschreibe es ganz kurz, weil ich weiß, dass uns mindestens ein sehbeeinträchtigter Mensch zuhört, dass er auch so ein bisschen mitlachen kann. Es ist eine gelbe Ente, die heißt Fan, das heißt, da wird scheinbar ein erster FC Köln-Fan dargestellt. In der rechten Hand hat die Ente eine Fahne. Sie trägt eine blaue Weste, die aussieht wie so eine Polyester-Weste. Die geht aber, darunter trägt er ein rotes T-Shirt. Das rote T-Shirt geht aber nicht über den Bauch, sondern gibt den Bauchnabel frei. Dazu hat die Ente einen roten Schnabel mit einem Lippenpiercing. Eine rote FC-Mütze, wo vorne und hinten so ein paar Haarsträhnen rausgucken. Und in der linken Hand hat es erstmal ein Tattoo, wo Cologne in so Tribal-Schrift draufsteht. Und anscheinend einen schokoladenfarbenen Schokodom in der Hand. Warum auch immer. Also es ist ein Gesamtkunstwerk, das von hinten bis vorne keinen Sinn ergibt. Ist das ja so ein Lebkuchen-Ding? Ja, kann auch sein, ne? Ich weiß es nicht. Gibt's ja alles vom Dom. Also will ich jetzt nicht mit Köln assoziieren. Weder Lebkuchen noch Schokolade. Deswegen keine Ahnung. Ja, aber also ich mach mal weiter. Also wer hätte die 2 Punkte gegeben? Der Dennis, ne? Aber Minuspunkte. Schon. Ja, wir haben ja nur Minuspunkte. Ich möchte einen Pluspunkt geben gleich. Gibt's es nicht. Das Ding, okay, dann. Ja. Also ich werde mir also das Ding null. Bestellen. Ja. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich gebe 3 Minuspunkte. Ja. Tessa? Die Badeente? Hat schon, oder? 0. Ja, die Badeente. Ich hab 0. Ach, 0. Okay. Ja, okay. Machen wir weiter. Jetzt kommt wieder eine farblich gewagte Kombination.
Freizeitshirt Gelb Senior. Gibt es auch für Kinder. Freizeitshirt. Und für Damen bestimmt auch, genau. Gelb Senior. Wobei ich glaube, das Frauending hat andere Ärmelfarbe, ne? Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Macht's aber nicht schöner. Ja. Nee, leider nicht. Aber ich finde Grün noch offensiver als Rot. Also es ist ein gelbes Trikot, also ein T-Shirt, mit einem roten Rundkragen, grünen Ärmeln und einem roten Dom, wo 1. FC Köln und Domstadt draufsteht, in so einem Banner-Logo-Verschnitt. Und keine Farbe passt zur anderen. Es sieht aus wie Papagei-Cosplay. Kostet aber nur 9,99 Euro. Wegen Rabatt. Ja. Von 30 Euro, muss man genau, dann sagen. Ja. Genau. Aber ich glaube, das ist auch aus der letzten Saison, weil das ja dieses Kanarienvogel-Trikot ja, also und, nicht Design, aber von den Farben her. Ja. Und das Schlimme ist, es gibt es nur noch in Größe S. Das heißt, die anderen Größen müssen alle verkauft worden sein. Es gab welche, die bei Stuttgart beim Platzsturm dieses Trick oder T-Shirt anhatten, die dann von der Haupttribüne kamen. In der ersten Reihe saßen die, glaube ich, sogar. Ja, so viel zum Thema alle in Rot nach Stuttgart, ne? Hat nicht funktioniert. Ja, aber, ja. Aber diese grünen Ärmel, die machen mich Kolone. Also wirklich, minus 8. Warum sind die nicht rot wenigstens? Also wie bei den Damen. Das sähe, glaube ich, geringfügig besser aus. Ja. Boah, der arme Skiri, der muss da tragen hier auf dem Bild. Ja, das sieht schon wirklich sehr lächerlich aus, ne? Ja. Also ich hätte eigentlich minus 4 gesagt, aber ich gehe jetzt auf minus 5 hoch. Das ist für mich gleich. Eigentlich ist es noch schlimmer. Also wie kommt man auf die Idee, ein gelbes T-Shirt zu machen, das noch so. Ja. Ja, ich gehe minus 6. Also das finde ich wirklich bisher das Schlimmste. Vor allen Dingen guckt euch mal das Bild an, wo Skiri das Ding trägt. Das sieht angezogen noch mal hässlicher aus als auf dem Standardbild. Das so das an so einem, Modellathletenkörper wie Skiri. Stell dir vor, jetzt an so einem Normalo irgendwie. Vor allem, weil ich finde, die Schultern sehen so aus, als wenn das so ein gelbes Überziehding über einem grünen anderen T-Shirt. Stimmt, ja. Ja. Wie so ein gelbes Leibchen, ne? Ja, und die Ärmel sitzen gar nicht vernünftig bei Skiri, obwohl der Muskeln hat, also Armmuskeln. Also ganz furchtbar. Minus 10. Schlechter wird, glaube ich, nicht mehr. Hoffe ich mal. Tessa. Unsere Modebeauftragte. Ja, ich bin da voll bei. Also das wäre auch das T-Shirt mit minus 10. Also als Trikot ist es immer noch, viele sagen ja, das ist cool, so Kanarientrikots. Ich fand es auch gar nicht so schlimm als Trikot, aber so als T-Shirt, nee. Ja. Das T-Shirt gibt es noch in allen Größen. Warum auch immer. Das ist toll. Ja, ne? Ja, finde ich auch. Finde ich auch geringfügig weniger hässlich mit diesen roten Ärmeln, muss ich sagen. Nee, also ich finde es sowohl als auch, also beide einfach nicht schön, dieses alleine gelb. Ja. Ja. Gelb, grün, rot, ja. Traumkombination für den 1. FC Köln. Genau. So, weiter geht's. T-Shirt Lokomotivstraße. T-Shirt Lokomotivstraße. Da hat jemand bei Alves Lebensstraße Copy-Paste gemacht, oder? Ja, aber wirklich. Da hat man doch einfach gesagt, komm, wir nehmen ein paar Ensembles da raus, packen die einfach drauf, ändern ein bisschen die Anordnung und fertig, wumms, sind wir. Und dieses Logo, dieses FC-Logo, der in die Mitte geklatscht, sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ja, das macht sich nochmal so viel schlimmer. Also ich würde jetzt hier vielleicht auch mal in so einen Rant kommen, beziehungsweise da mal wirklich eine schlechte Punktzahl für vergeben, weil das sieht wirklich sehr viel schlechter aus noch als das erste, weil hier auch noch dieses FC-Logo in der Mitte ist auch noch genau auf der gleichen Höhe. Es sind zwei Logos drauf, Stadtwappen und FC-Logo, und die sind dummerweise auch noch genau auf der gleichen Höhe, dass das eine so total nach außen gedrückt aussieht, also von der Stadt, ganz versteckt links, dann ist das Bild, ich weiß nicht, ob es beim ersten auch so war, so als würde es schon abknittern, weil man es so oft gewaschen hat und es nur billig draufgedruckt wurde. Also da gebe ich jetzt auch mal minus 9 für. Also das ist ja wirklich ganz schrecklich. Und dann dieses seit 1948 auch noch asymmetrisch zu den beiden Logos. Nochmal eine dritte Schriftart als die anderen beiden Schriftarten auf dem Bild. Ich kann es auch gar nicht beschreiben für Leute, die es nicht, die leider nicht gucken können. Man kann das nicht in Worte fassen. Es geht nicht. Nee, ist alles durcheinander auch. Es ist wirklich so, als wenn jemand sagt, mach das Hässlichste, was du willst.
Und dann nehmen wir das schon nicht, keine Sorge. Und dann nimmt man es eben doch. Ja, ich bin bei minus 10. Ja, ich gebe minus 9. Da kann man wirklich nicht viel mehr falsch machen, ne? Ja, ich gebe minus 9, weil ich ja Grün noch schlimmer finde, Gelb noch schlimmer finde, aber schön ist es nicht. Die Modebeauftragte. Ja, ich gebe wieder minus 7, weil das habe ich eben bei dem ersten Shirt auch gemacht. Weil aus denselben Beweggründen wie auch bei dem ersten Shirt. Es ist ja eigentlich identisch bis auf das Motiv. Ich finde das Motiv aber noch mal hässlicher. Ja, viel. Findest du echt? Ja. Also ich finde das von dem Motiv her stimmiger als das erste. Das erste war irgendwie mit diesem Rot-Weiß und dann diesen Farben ineinander noch viel chaotischer als das jetzt. Das finde ich wirkt ein bisschen ruhiger. Boah, weiß ich nicht. Aber ich fände es trotzdem wirklich nicht schön. Nee, aber ruhiger auch mehr so wie die See, wenn ein Tsunami ist, gegenüber die See, wenn nur schwerer Wellen genau. ist. Ja. Genau, ruhiger ja. im Sinne von, es tut nicht ganz so weh. Ja. Was andere hat übrigens auch so rot-weiß, das hier ist rot-gelb auch noch. Also oder rot-pissfarben vielleicht. All in all, furchtbar. Okay, weiter geht's mit dem nächsten T-Shirt. Die Domstraße. Da sollte man meinen, dass das Highlight-T-Shirt wäre. Aber Domstraße? Ja. T-Shirt Domstraße. Ah, okay. So ein graues Ding. Darauf ein roter Print. Oben drüber steht Hashtag Heimat. Dann erst der FC Köln. Dann sieht man unten den Kölner Dom, also die Spitzen des Doms. Im Hintergrund ein paar Hände, die rote Schals hochhalten. Ja. Ach, alles vollkommen durcheinander wieder. Alles wieder durcheinander. Vor allem Hashtag, also vor allem nochmal, guckt euch bitte mal, über dem ersten FC Köln steht, also Raute, nein. Heimat, Raute. Also dann lass doch bitte die zweite Raute weg, Mann. Nee, oder beide Rauten, die sind ja nur so irgendwie, wir brauchen noch ein Mindestzeichen oder wir haben es bei Word nicht zentriert bekommen, deswegen mussten wir noch... Vor allem haben die auch einen anderen Font als die Heimat. Also das ist ja fett gedruckt und Heimat ist nicht fett. Ja. Ah ja, stimmt. Also das ist ja wirklich eine Vollkatastrophe. Und das Rote ist noch so ein, wie so ein Basketball-Trikotstoff mit so Löchern drin. Der rote Hintergrund. Das könnt ihr sehen, wenn ihr euch das Zoom-Bild anguckt, also das dritte Bild, wo gezoomt wurde. Das hat noch so komische atmungsaktive Löcher. Ja. Vor allem ist das wichtig auf dem T-Shirt, ne? Ja, also vor allem, weil das ja nur da drauf ist. Vor allem auch nur an den Nippel, sonst nirgendwo. Ja. Ja. Ja, das ist auch nicht schön. Also sonst hätte ich gesagt, also auf den ersten Blick war so grau mit so ein bisschen rot, ist schon mal eine schlechte Kombo irgendwie. Aber alles hat es ja wirklich schlimmer gemacht. Also ich bin hier bei minus 10. Also wirklich. Ich bin auch bei minus 10. Okay, ich finde es nicht ganz so schlimm wie Alvins Leben oder Lokomotivstraße. Da habe ich minus 9 gegeben, dann gebe ich jetzt minus 8. Ja, ich bin auch bei minus 8. Also wie gesagt, das Gelbe fand ich noch schlimmer. Ich finde das aber auch nicht, also auch nicht schön. Das ist schwierig. Wir hätten vielleicht nicht von 0 bis 10 machen müssen. Und gibt es auch nur noch ein S. Also auch da müssen M bis XL ausverkauft sein. Oh, ja, aber schade. Komisch, ne? Ja. So, das nächste kennen wahrscheinlich die meisten, das ist der Aufstieg 2019. Ach, mehr sind wieder da. Da kenne ich, glaube ich, Leute, die das besitzen. Ich hab das sogar auch. Also mehrere. Ich hab das sogar auch. Warte, nochmal, Jan Lukas? Den letzten Satz nochmal? Mehrere, die das besitzen. Du und? Auch? Hast du nicht gesagt, ich auch? Das war ich. Nee, Dennis. Ach, du warst das, sorry. Ich besitze das, aber ich habe es nicht selber gekauft. Es wurde mir geschenkt. Ach, das ist das? Das ist das, was sich in meinem Kleiderschrank sich befindet. Ich besitze das. Ich meine, auf der Rückseite wäre sogar so ein Tour-Daten, wo man alle Spiele aufgelistet hätte von der Zweitligasaison. So wie so bei so einem Band-T-Shirt von der Tour. Steht jetzt hier auf dem Fanshop nicht zu sehen. Das hat mir irgendwer geschenkt. Wahrscheinlich, würde ich mal wetten, weil die noch 5 Euro brauchten, um die Mindestbestellwert oder hier die Porto-Kostengrenze zu erreichen. Und so habe ich dieses T-Shirt in einer viel zu großen Größe bekommen. Da versinke ich drin. Das habe ich noch nie angehabt, aber ich besitze es. Vor allem sind das die Spieler
also wieder dort, da ist ja das Stadion und darüber, sind das die Spieler? Ja, das ist die Mannschaft. Ja, ich glaube, ich sehe. Aber irgendwie auch nicht nur, ne? Ja, vor allem ist das doch, Nee, das sind alles Spieler. Aber vor allem, das ist so zusammengeschnitten. Also die Spieler, also nicht also einfach die Spieler als Gruppe, irgendwie wie auch von so einem Foto, sondern das ist ja einfach so einfach nur irgendwelche random Spieler nebeneinander gepackt. Boah, ja. Auch in ganz verschiedenen Trikots und so. Und leider viel zu klein. Aber wo ist denn also, Cello? Wenn man das nochmal beschreiben will, unten ist so 20% oder 30% vielleicht von dem Ganzen, ist so das Stadion, so ein Blick ins Stadion. Dann sind so 10% vielleicht die Mannschaft oder 15 bis 20 und dann riesig groß oben ganz viele rote Schals. Also ich finde die einzelnen Bestandteile gar nicht so schlecht. Auch passt irgendwie farblich ganz gut so mit dem Dunkel auf Schwarz, deswegen finde ich das T-Shirt auch nicht so schlimm. Aber ich finde das mit dem grünen Rasen, der sieht halt katastrophal aus dann noch. Ja. Ist Cello nicht der vierte von rechts? Also die Auflösung ist so schlecht, dass ich das kaum erkennen. Ja, genau. Ist ja eigentlich ein schönes T-Shirt. Jetzt, wo Cello drauf ist, 17 Punkte von der Tessa. Ne, 7. -7 gebe ich aber. Ich gebe -3. Ich finde das aus genannten Gründen eigentlich okay. Man hätte die Mannschaft größer machen müssen, die Fans kleiner, aber und den Rasen vielleicht aussparen. Oder das Stadion lieber von und andere Schriftarten und anderes Foto und eigentlich. Nee, Schriftarten finde ich auch schlecht, aber jetzt nicht katastrophal. Also, das ist immer meine Skala. Ob es nur schlecht ist, eigentlich dann 0 oder -1. Und katastrophal ist -10. Und ich bin da bei einer -3. Oder was habe ich gesagt? -3, ne? -3, ja. -6 von mir. Auch wieder eine verpasste Gelegenheit, was Schönes zu machen. Aber auch nicht, auch nicht so offensiv schlecht wie andere. Also so. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Ich würde -4 geben, weil die Schrift ist zumindest schon mal gleich. Also es ist kein Schriftenchaos. Ich finde das T-Shirt bei genauem Hinsehen finde ich schlimmer als von Weitem, ehrlich gesagt. Immer ein schlechtes Zeichen. Und ich finde es halt echt schade mit dem Wappen da so wieder mitten drauf. Ansonsten, was Jan Lukas gesagt hat, so die Elemente sind eigentlich gar nicht so verkehrt. Und es ist halt so ein Themen-T-Shirt, ne? Das ist halt irgendwie schon wieder was, das macht es ja wieder ein bisschen besonderer als diese T-Shirts, die du halt immer im Shop hast. Ja. Das ist dann irgendwann so eine Rarität. Es hat was von so einem billigen Wacken-T-Shirt Rip-Off. Genau. Also kein offizielles so. Ja. So, jetzt kommt was für die Damen. Das Frauen-Tanktop Formelstraße. Hat die Tessa oder im Schrank, oder? Frauen-Tanktop. Darf ich mal direkt was vorne weghauen? Ne? Es schimpfen ja immer alle über den Fanshop und auch völlig berechtigt in Teilen. Aber was die Frauen da zu kaufen haben, finde ich noch weitaus schlimmer als die ganzen Männer-Sachen. Das habe ich in meiner Recherche aber auch gedacht, dass ihr da wirklich. Also, sorry. Also, da ist richtig die Arschkarte. Ja, und ich finde es auch total schade, dass da nur dieses Tanktop drin ist, weil das ist meiner Meinung nach noch einer der tragbareren Artikel. Möchtest du noch andere Sachen nominieren? Bei den Frauen? Ja. Ey, ganz klar, das ist aber wirklich, also ich möchte am liebsten jeden, den ich im Stadion damit sehe, anzünden. Der rosa Fanschal. Der rosa Fanschal, den muss ich mal suchen, den kenne ich, glaube ich. Es gibt den Frauenschal vom FC. Ist der auch so, Frauenschal? Das weiß ich nicht, nein. Guck mal bei Schals. Der ist rosa bis pink. Da kriege ich jedes Mal die Krise. Und dann gibt es ja diese Leoparden-Cap. Die kommt gerade. Mit so einem Leo-Muster. Kam die, habe ich nicht gesehen. Ach so, nee. Die hat jemand nominiert, ich habe vergessen rauszuschreiben. Ja, jetzt, wir reden ja ständig über diese Kappe. Also, oder auch so diese Leggings, die es da immer mal gibt. Ich bin, bei den Frauen braucht man eigentlich auch gar nicht gucken. Sweatshirts finde ich manchmal ganz cool. So, ich mag halt Basic. Aber die Frauen, ich gucke da gar nicht durch. Und dieses Tanktop geht wirklich noch, deswegen sage ich jetzt mal -2. Neben allen anderen Frauenartikeln, die da drin sind. Ich finde das auch okay. Ich gebe da -3 für wie das Aufstiegsshirt. Also es ist halt wenigstens noch relativ dezent. Ja. Gehe ich auch mit. -3. Ja, 3. Also
ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die T-Shirts bei den Frauen, das ist aber noch verhältnismäßig. Oh mein Gott. Ich bin gerade bei den Schals und suche diesen pinken Schal, ne? Mhm. Jetzt habe ich einen Schal gefunden in Blockstreifen pink. Der ist pink mit rosa Streifen, Blockstreifen. Ja, für den. Ich, möchte das nicht. Also, boah, den Warenkorb. Und ich glaube, den anderen gibt es tatsächlich nicht mehr. Aber dafür gibt es jetzt den Blockstreifenschal in pink. Aber der hat auch, finde ich, eine Honorable Mention hier verdient, dass wir den auch noch mitranken. Der ist ja absurd. Also da hast du kein Verständnis jetzt für. Nehmen wir jetzt an dieser Stelle diesen Blockschal. Minus 10. Ja, also nochmal ganz kurz Beschreibung für alle, die wir nicht sehen können. Es ist, was der Name sagt, ein Schal aus verschiedenen Blöcken. Und es ist abwechselnd ein kräftiges Pink und ein zartes Rosa, die sich abwechseln. Und in das kräftige Pink ist ein zartrosaner Geißbock-Emblem an beiden Enden eingelassen. Es ist wunderschön. Es sieht ein bisschen aus wie diese Grinsekatze von Alice in Wunderland. Ist so. Ja. Katastrophe. Ja, ich bin dabei minus 10. Ja, ich glaube, wir haben einen Gewinner. Ich gehe auch mit minus 10. Also nicht jetzt, mal für ein kleines Moment. Pass auf, jetzt kommt wieder. Da finde ich gar nicht so schlimm. Habe ich schon bestellt. Würde ich auch nehmen. Minus 2. Nee, also ich finde den schon auch schlimm. Es ist halt ein Schal so. Also ich. Aber in Pink. Aber der hat nichts mit dem FC zu tun. Genau. Ja, es bis auf das Logo. Aber wenn man sagt, so ja, wir haben eine Marktforschung betrieben und wir brauchen einen pinken Artikel, also das ist natürlich schrecklich und weg von stereotypisierten Farben. Ich glaube, genau das haben die nicht gemacht. Ich bin trotzdem bei minus 6. Ich glaube, die haben gesagt, wir müssen auch was für die weiblichen Fans machen. Frauen mögen pink, machen wir einen pinken Schal. Das ist halt so für kleine Mädchen, ne, die dann auch vielleicht rosa und pink gerne mögen. Aber machen pinkes T-Shirt, ja, okay. Aber nee, ein Schal. Minus 6, sag ich. Ich sag minus 6. Man müsste mal ein bisschen wissen, wie lang das Ding ist. Und wissen, ob ich sag minus 7, das ist wirklich super schlimm. Minus 7. Frauen. Frauen möchte ich das. Vor allem, je länger man den Jan Lukas reden lässt, desto schwieriger, desto schlimmer wird die Bewertung. Minus 7. Minus 7. Dabei bleibt. Bitte nochmal überlegen, Jan Lukas. Nee, minus 7. Okay. Ist halt ein Schal. Ja. Weiter geht's. Mauspad Hennes der Neunte. Ist auch nicht mehr viel. Wir haben noch 3 Stück. Also, ihr habt es bald geschafft, liebe Haus. Wir tun vor allem die Leute, die im Auto sitzen und das jetzt nicht selber parallel googeln können. Also Mauspad Hennes finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Das ist wie so eine Badeente. Das ist so, ja, ne? Aber dieses, was steht da drauf? Namäuschen? Namäuschen, weil ja eine Maus ist. Ja, genau. Also das finde ich schon schwierig. Ja, ich hätte auch Haarmäuschen gelesen, aber wenn man so Mäuschen. Und der Hennes zwinkert dem Mäuschen auch noch zu. Ne? Das eine Auge ist geschlossen. Das habe ich gar nicht gesehen. Er hat den einen Mundwickel so ein bisschen nach oben gezogen. Aber so null humorvoll. Also wirklich nur dieses eine Auge geschlossen. Ja. Hennes Flirtgame. Hey, na. Ja, Mäuschen. Sexistischer Scheiß Hennes hier. Cancel Hennes. Nein, natürlich nicht. Ich fange mal an. Also ich finde, das finde ich auch das witzig. Ich finde das auch 5. Minus 5. Also das, ja, weißt du, das, aber das sieht ja keiner. Ich meine, das hast du auf dem Taster auch auf dem Tisch liegen. Ne? Also das sieht ja höchstens irgendein Arbeitskollege, aber damit belästigt auch ja. Hoffentlich auch nur ein Kollege und keine Kollegin. Oder Kollegin. Aber damit nicht belästigst du ja keine Leute, die doch das angucken müssen. Damit belästigst du jede Kollegin, die das anguckt. Ach Quatsch. Das ist ja dann einfach ein Wortspiel, Maus, also was Computer. Du sagst. Ja, okay, nein. Ja, sorry, das ist natürlich klar, aber ich meine, das ist ja jetzt nicht auf die Kollegin bezogen. Weiß ich doch. Also, das ist doch nicht ernst gemeint hier. Ja, okay. Aber
Wisst ihr, was ich richtig hässlich finde ich, dass neben dem Zwinker-Hennes nochmal Hennes ist auf dem Logo. Ja, auf dem Logo. Aber ich glaube, dass auf die andere Seite getan haben wenigstens, da links unten. Ich finde, dasselbe Mauspad ohne Sprechblase und ohne Hennes wäre ganz cool. Also ja, dieses rote Ding da vor dem grauen Stadion, diese rote Farbe. Ja, auch mit Hennes wäre gar nicht, also ja, Hennes darf da auch drauf sein, aber es ist halt witzig, unwitzig irgendwie. Ja. Ich gebe auch nur -4, es ist ja nicht offensiv schlimm, aber ja, der Zwinker-Hennes hat sich nochmal 3 Punkte dazu verdient. Ich bin bei -4. Ja. Ich gebe -2, aber auch nur wegen dem Nahmäuschen, wobei das jetzt nicht auf Zweideutigkeit oder so bezogen ist, sondern einfach nur, weil es total unwitzig ist. Ja, ja, genau. Auch wenn es ein Wortspiel ist. Dem echten Hennes traue ich ein besseres Flirt-Game zu. Richtig, genau. Der muss gar nichts sagen. Der lässt einfach sein Aussehen für sich. Der steht einfach stolz. Richtig. So, dann haben wir noch eine Nominierung vom Jan Lukas, der noch hier ein Late Entry reingehauen hat. Und zwar LED-Silikon-Armbanduhr 1. FC Köln. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Ich habe eben schon geguckt, als er es reingeworfen hat. Und Gott. Boah. Da sind ja noch mehr Schriftarten drauf als auf allen anderen. Und das ist so eine kleine Fläche. Also ja, das ist wirklich eine sehr kleine. Und das Beste ist, dass du die Uhrzeit nicht lesen kannst. Acht Schriftarten. Wahrscheinlich Absicht sein soll. Das ist doch nicht dein Ernst. Du kannst ja die Uhrzeit auch gar nicht erkennen. Eben, weil direkt daneben noch eine 1 auch noch. Ja, die 1 ist vom 1. FC Köln ist direkt neben der Uhrzeit und die Uhrzeit ist rot auf rot. Also, aber die Uhrzeit zeigt auf dem Bild 11:11 an, ne? Ja, klar. Ja. Wie scheiße sieht das auch bitte aus? Ja, aber 12:21 wäre auch nicht besser. Nee, aber boah. Und vor allen Dingen sieht das Ding schon so aus, als wenn es nach 10 Mal benutzen, 10 Mal tragen, kaputt gehen würde. Wahrscheinlich hätte das auch den grünen Nachhaltigkeitshändes, weil irgendwie ein Material irgendwie cool ist. Ich befürchte nein, nicht. Hat er nicht. Im Gegenteil. Da sind wahrscheinlich extra viele Thunfische für gestorben. Ja, aber es ist doch so ein klassisches Greenwashing, dass dann da so, ja, das ist aber, das Metall haben wir aber aus der Recyclinganlage oder so. Batterien nicht auswechselbar. Geil. Also man hat ja quasi Glück, dass die Batterielebensdauer ca. 10-12 Monate ist, abhängig von der Häufigkeit der LED-Nutzung. Das bedeutet, das ist doch super, nach 12 Monaten ist die Uhr einfach kaputt. Ja, kannst du neue kaufen. Ne? Wenn du die geschenkt bekommst, ist ja perfekt. Kannst du zum neuen Geburtstag, genau. Und es ist nicht wasserbeständig. Nicht wasserbeständig. Ja, also direkt mal mit Duschen gehen, hat sich das schnell erledigt. Gehst du einmal in den Regen raus, kannst das Ding wegschmeißen. Ja, aber da steht witzige LED-Silikon-Armbanduhr. Ich finde, das ändert alles, wenn sie witzig ist. Mhm. Ja, für mich ist das ein totaler Unfall und kriegt von mir -10. Also wenn du jedem Grundschüler oder Grundschülerin was geben würdest und sagen, mach mal eine Uhr. Keiner würde auf die Idee kommen, sowas zu bauen. Vor allem rote LEDs als Zeitangabe in 12-Stunden-Format. Ja, das ist doch auch geil, ne? Kommst vom Heimspiel, vom Auswärtsspiel nach Hause, knallst dich ins Bett, guckst auf die scheiß Uhr drauf am nächsten Morgen und weißt nicht mehr, ob es 10 Uhr morgens oder 10 Uhr abends ist. Ja. Also das ist Skandal. Also, und ich habe nicht mal lange gesucht, sondern ich habe einfach gedacht, Der weißt du wirklich, dass die nach einem Tag kaputt ist, wenn du sie getragen hast. Also die muss eigentlich eine Ehrenkategorie kriegen, finde ich. Also ich überlege die ganze Zeit, darf ich auch -11 geben, weil die kam erst ja später rein und ich habe ja jetzt schon -10 gegeben, aber also, die ist ja noch viel schlimmer. Du darfst das, Tessa. Oh, danke. Ich gebe -11. Danke. Ich bin bei -10. Jan Lukas. Ich habe -10 schon gesagt. Das ist für mich unverständlich, wie man sowas machen kann. Ja. Ich will nicht, dass dieses Ding gewinnt und keins der T-Shirts, also negativ gewinnt. Aber es ist wirklich ein Fail, ne? Von vorne bis hinten. Ja. Es wird mit jedem Punkt, den man wahrnimmt, noch schlimmer. Die Beschreibung hat es noch mal schlimmer gemacht mit dem 12-Stunden-Format und Batterie nicht auswechselbar und so. Boah. Können wir das nicht in eine Ehrenkategorie packen? Aber warum muss es denn ein T-Shirt sein? Weiß ich nicht. Es wird sowieso kein T-Shirt. Ja, gut. Ja, komm, -9. Dann haben wir jetzt zweimal. Nee, ich glaube, wir haben noch nie 40 gehabt bis jetzt, oder? Nein.
Aber wir haben noch ein Produkt. Vielleicht gewinnt das ja doch auf dem letzten Meter noch. Die Cap Kölsche Mädche. Eine Cap in Tiger, nee, Leopardenfellmuster. Mit lila Applikation. Dem Wort Kölsch in Blau. Passend zu dem pinken Schal. Mhm, genau. Und unter Gold steht Mädche. Und darüber kann irgendwas, was ich nicht lesen kann. Was steht da unten drüber? Universal? Nee. Was steht denn da? Bin ich zu doof. Kann das ich kann ich auch nicht lesen. Ja, ohne schlechte halt Auflösung hier. Original. Ein Original Kölsch-Mädche. Und da kostet auch noch 25 Euro. Das Ding. Ja, eben, ich finde auch, als Scherzartikel finde ich das eigentlich sogar halbwegs lustig. Ja, für so einen Junggesellen Abschied. Aber ja nicht als Abschied, ne? Genau, Karneval aber nicht für 25 Euro. Ja. So eine Bad Taste Party. Genau, ja, aber dafür kann man sowas halt tragen. Ja, aber guck mal zum Beispiel das Model. Ja. Das ist halt klassisch. Also da siehst du halt, dass es kein Spaßartikel ist, ne? Mhm. Ja, ja, klar. Ja, auch unter dem Schirm ist auch nochmal dieses Pink, muss man sagen. Ich wollte gerade sagen, der Pink, also der Schirm ist auch noch pink. Also es ist, ja. Ja, und auf dem Schirm klebt auch irgendwas drauf. Also auf dem Model. Diese, bei diesen das Caps. Das ist gerade sagen, der Aufkleber ja, von der Cap. Das runde Ding da, genau. Ja. Aber sie hat die Mütze gebogen. Sie trägt sie nicht gerade, was ja die coolen Kids jetzt anscheinend tun. Nee, Moment, das liegt doch am... Hä? Oder, ach so, nee, ist ich weiß nicht. Ja, nee, ich dachte auch, aber du meintest, dass die frontal sozusagen gedreht hat, ne? Nee, ich meinte, dass der Schirm gebogen ist und nicht glatt gerade. Ja, aber das ist die Mütze. Eben, das ist die Mütze. Achso, das ist schon vorgebogen, meinte ich. Ja, ist vorgebogen. Das ist knallige Frauencap im Leopardenmuster. Ja, ey, da bin ich echt raus, ne? Also ehrlicherweise sehe ich ist die da ein Fehler Tessa. Drin? Da steht sogar ein Fehler drin. Was? Hier steht Größenverstell. Marco, Butt. Komm du mir nochmal unter die Augen, ey. Es ist kein Fehler, das ist einfach der Superheldenname von Größenverstell. Größenverstell Bad. Batman. Ja, minus 10, ganz klare Kiste. Ich finde, die kann man als Scherzartikel nutzen. Aber deswegen nicht für 25 Euro. Minus 8. Und da ist noch ein pinker Geistbock auf der Seite. Ne? Das finde ich an diesen Produkten eh faszinierend. Je mehr Bilder du dir anguckst, umso schlimmer wird es. Ja. Aber ich kenne wirklich eine Person, die sowas halt ironisch dann rocken würde. So. Ja. Thomas Reinscheid. Thomas, liebe Grüße. Wenn du hier liebe Grüße. Wir schicken dir das zu. Liebe Grüße nach Köln Süd. Ja. Also. Ja, macht ihr mal. Also nicht, dass es jetzt an mir scheitert, aber ich würde eigentlich minus 8 geben. Nur wie gesagt, das hat einen Fun-Faktor. Ich bin bei minus 10, wie ihr anderen auch. Ja, Marco hat noch nicht. Ey, nee, aber da muss ich auch minus 10 geben. Also da, nee, also da bin ich heraus. Also, aber das ist ja dann blöd, wenn ich das verhindere, dass, oder ich dafür sorge, ja, dass mein Gegenstand gewinnt. Also. Ja. Man nennt das einen David machen. Einen David. Ja, da muss man mal 93 für gehört haben, um das zu verstehen. Ach so, ja. Ich glaube, dann haben wir jetzt einen finalen Endstand, oder? Ja. Kommt noch irgendwas. Ja, Marco, dann fangen wir doch mal beim, weiß ich nicht, machen wir es zerebral? Beim fünfthässlichsten oder wie willst du? Boah, warte, jetzt muss ich beim fünfthässlichsten. Drei, oder? Drei? Also ich sag mal die Top 3. Ne? Flop 3. Die Flop 3 ist tatsächlich auch sehr eindeutig. Es ist Wunder, Wunder, kein T-Shirt drunter. Aber ich kann ja mal wir haben das hässlichste. T-Shirt ist das T-Shirt Domstraße mit minus 36 Punkten geworden. Okay. Vor dem T-Shirt Lokomotivstraße mit minus 35. Auf dem das dritthässlichste Merch haben wir den Blockschalstreifen Pink gewählt mit minus 37. Platz 2 die Cap Kölsch Mädche mit minus 38 und tatsächlich zu Recht vielleicht die LED-Silikon-Armbanduhr 1. FC Köln mit minus 40 Punkten mit dem Schwatten-Jünter ausgewählt. Nicht schlecht. Ist ein komplettes Outfit. Das ist tatsächlich ein komplettes Outfit.
das ist tatsächlich. Tut weh. Also ist. Also würde das jemand sich dazu hinreißen lassen bei einem Conference-Finale, der Conference League-Finale, also, mir im Blog also, einmal das komplette Outfit zu bocken? Wenn aber nur stimmt das denn nicht mit nix. Dir? Aber, Finale. Also ganz also, ehrlich, wenn wir ins Finale kommen, trage ich nur diese Cap und sonst gar nichts. Um zu wissen, dass um 9 Uhr angepfiffen wird, weil ich kann ja nicht bis 21 Uhr zählen. Also ich wäre, also wenn wir tatsächlich ins Conference League Finale kommen, sehe ich mich mit der Cap, der Armbanduhr, dem Schal. Schal. Was war das T-Shirt? Dann dürfen die Zuhörer aussuchen zwischen Domstraße oder Lokomotivstraße. Ja. Und der am wenigsten hässliche Artikel ist die Badeente Huckepack Hennels geworden. Hat nur minus. Ja, genau, nur minus. Auch in meinem Badezimmer. Ja. Wie gesagt, da laden wir dich drauf ein von unserem Spendentopf hier. Wahnsinn. Tessa, darfst du dir auch noch einen Artikel aussuchen aus der Liste hier und dann total schicken wir die an euch. Darf ich mir auch einen Artikel, also aus der Liste, achso, so technisch. Ja, nur aus der Liste hier. Den Gasgrill. Nur aus der Liste hier. Aber jetzt mal im Ernst, wer kauft sich denn bitte einen Gasgrill mit 1. FC Köln Logo? Steffen Baumgart. 1099 Euro. Ja, der grillt damit. Ja, als ob der damit, auch, als ob der den bezahlt. Der kriegt ja dahingestellt, das genau. Das ist der Unterschied. Ja, dahingestellt, aber auch die Menschen gibt's. Ja. Ob du jetzt einen Weber-Grill kaufst, jetzt hast du einen mit. Hat der wenigstens im Gitterrost so ein FC-Logo, dass meine Steaks dann so FC gebrandet sind oder auch nicht? Dann wäre es ja schon wieder geil. Ja, das meine ich ja, genau. Dann wäre es ein Selling Point für mich. Wie so ein Toaster. Nein. Hat er nicht. Nein. Der hat nur oben auf dem vorne, Grill auf der, im Prinzip. Auf Deckel, ne? Ja, ja. Brauche ich es nicht. Nee.